Haha, das war ein Kopfschuss. Ich bin der Beste. Okay, ich übernehme das jetzt. Lauf und versteck dich. Sind da noch welche? Ja, was ist los? Los, los! Roger. Oh, geil. Ich gehe mal an den Shop wieder. Und ich glaube, ich werde jetzt auch mal für meine Waffe diese eine Verbesserung, Typ G, erzeugt beim Aufprall eine große auf normal zurücksetzen. Ist das jetzt das normale Ding? Hey, jetzt komm mir mal nicht so. Jeder macht mal einen Fehler, okay? Ach so, okay, das war das. Ja gut, dann lassen wir das nämlich drinne. Das Ding haben wir erstmal. So, jetzt hat jeder wieder voll. So, alle Verbesserungen mal kaufen. Splittergranaten klatschen wir voll. Munition ist voll. Gehen wir mal auf Verbesserungen und gucken uns mal meine Peng-Peng an. Feuerkraft klatschen wir mal auf Level 6. Präzision auf Level... Alter, Stoßwelle Level 10. Erhöht die Stoßwelle um 10. Alter, das ist ja krank, wie teuer. Ich würde mal sagen, Ladung machen wir auch mal auf Level 6. Das, ne, das ist jetzt Level 6, kann man das erst machen. So. Jetzt haben wir 7 Stück, 6 von diesen Ladungen schon. Level 4 sind wir gerade mit der Waffe. Sorry. Geht schon klar, ich pass besser auf. Komm schon, hängen wir uns daran nicht auf und gehen weiter. Okay. Puh, eine ganz schöne... Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt wieder ein dickes Monster. Oh, nö. Es gibt zu viele Roboter auf dieser Welt. Das ist zu viel. Verstärkung! Oh, verdammt. Wenn die unsere Basis erreichen, ist alles aus. Dann müssen wir das verhindern. Ihr zwei geht vor. Ich halte die Jungs auf. Er bleibt bei uns, Kane. Bam. Los! Packen wir es an! Ja. Ah. Sie zielen fantastique, Monsieur! Sie zielen fantastique, Monsieur! Oh! Oui, oui, s'il vous plaît! Wie kann ich helfen? Dann werde ich das tun. Seien Sie versichert! Der Gute wollte gerade eine Granate werfen. Oh, da ist aber einer gefallen. Bitte konzentrieren Sie sich auf die Feinde. Mach ich doch. Wir müssen die Feinde besiegen, ehe wir reden können. Kacke. Nun gut, aber wir sollten uns nun auf den Kampf konzentrieren. Ich glaube, das war's.
Ich gehe nochmal in den Shop und hol mir nochmal ein paar Ladungen. Alter, da haben wir aber Schockwellen rausgedrückt, ey. Da waren die aber richtig schnell weg. Wo können wir denn unsere Zockwelle aufladen? Fuckwelle. Ich glaube, das geht gar nicht. Gibt es hier irgendwas für 5000, was ich nicht glaube? Nee. Kann man bei ihm was machen? Ah, doch, können wir. Komm. 1, 2, 3, 4 und 5. Bitteschön. Ich verstehe nicht, wovon Sie reden. Ich auch nicht. Jetzt kommt sowieso noch mal was. Was hab ich gesagt? King Kong is back. Dieser Gorilla gibt einfach nicht nach. Ich fass es nicht. Benötigen Sie meinen... Der Gorilla nähert sich Shindos Basis, Monsieur. Wir müssen ihn aufhalten. Ach, danke, Genie. Darauf wäre ich nie gekommen. Helft uns, das Ding damit aufzuhalten. Monsieur, bitte richten Sie Ihr Feuer auf den Benzintank, wenn sich der Feind nähert. Okay. Jo. Meinten Sie mich? Was gibt es? Okay. Ja, wiederholen Sie das bitte. Kontakt. Beschuss einleiten. Magnifique, Monsieur. Hoffentlich ist er zerstört. Haltet drauf! Schieß, schieß! Schieß! Das ist nicht Priorität. Das werde ich später tun. Verdammt, das reicht doch nicht. Da vorne ist noch ein Treibstofftank. Schnell! Verflucht! Stopp das Monster doch endlich! Hier drüben ist höhergradiger Sprengstoff. Oh Mann, dieser scheiß Gorilla, ey. Meinten Sie mich? Ja, ich meine genau dich, ey. Jag die Bombe hoch, ehe das Viech hierher kommt. Was wollen Sie sagen? Das ist die Fernzündung. Erzählen Sie es mir doch bitte später. Die Sprengung überlasse ich Ihnen. Oh oh, der steht schon vor der Tür. Los, los! Das hat nicht Priorität. Bomben platziert. Wir müssen uns entfernen. Monsieur, wenn der Feind eintrifft, eliminieren Sie ihn bitte mit Hilfe der Fernzündung. Ehrlich? Meinten Sie mich? Was Nein. gibt es? Der Feind ist hier. Die Fernzündung, Monsieur. Wurde der Roboter dieses Mal zerstört? Nein. Das ist jetzt unwichtig im Gegensatz zu den Feinden. Nachladen! Nachladen! Vorsicht ist geboten. Ich empfange starke Energiesignaturen. Feuer! Nachladen! Die
Die Lage ist ernst. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er die Basis erreicht. Oh Mann, der Affe will aber auch nicht aufgeben, oder? Es verschießt panzerbrechende Kugeln. Das sollte den Treffstahl aufhalten. Die Munition ist dort drüben. Ich versuche das Ding aufzuhalten. Aber wenn es mir nicht gelingt, liegt es an dir. Wenn wir das überlegen, gebe ich eine Runde aus. Ich glaube, das Scheißding jetzt so voll, ne? Wir dürfen nicht aufgeben. Erholen wir uns. Ist etwas, Monsieur? Benutzen Sie das Maschinengewehr, s'il vous plaît. Kann ich nicht, der Affe ist da. Ruhe. Ist etwas, Monsieur? Benutzen Sie das Maschinengewehr, s'il vous plaît. Der kleine Affe will unbedingt zu mir. Lenk ihn doch ab, du blöder Hund. Rufen Sie mich, wenn Sie Munition benötigen. Ich werde Ihnen zur Hand gehen. Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Ein weiterer feindlicher Verstärkungstrupp ist eingetroffen. Kaum beschreiben. Oh. Wow, das war mal ein Affe, ey. Meine Fresse. Huiuiui. Unser Gegner war wahrlich eine Herausforderung, nicht wahr, Dan? Sie sind außer Atem. Ist alles in Ordnung? Klar. Ihr Charakter entspricht Ihren Profildaten. Ihr kühnes und trotziges Wesen gilt da als positiv. Nun gut, es gibt keine Abweichungen in Ihrem Umkreis. Vielleicht sollten wir Faye einholen. Warte. Monsieur, Sie sollten wissen, dass Mademoiselles Wunde noch nicht aufgehört hat zu bluten. Zudem habe ich ungenügend Daten zu Shindo. Faye's Sicherheit ist daher zweierlei gefährdet. Ihr Schutz sollte für uns oberste Priorität haben. Okay. Dann lassen Sie uns gehen. Gehen wir los! Es sind noch ein paar Grenades. Los! Was passiert jetzt? Ah, okay. Du bist spät. Wo warst du? Ja, wie ich schon sagte, Timing ist alles. Ich glaube, hier geht's nicht so gut. Du brauchst einen Arzt. Shindo, wie weit noch bis zur Basis? Näher als du denkst, Daniel-san. Näher als du denkst, Daniel-san. Ha, 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 ha. Ach du Scheiße. Hey. Wow, 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 langsam, Mädel. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Gott, du bist so schön.
Sie lügt immer, ey. Kann ja nicht sein. Oh. Shindo-san. Ich hatte nicht damit dir gerechnet. Danke für dein Vertrauen, Yoshiki. Hey, du wirst auch nicht jünger. Du solltest uns ein paar mehr Aufgaben überlassen. Dann zeig erst mal, dass hinter deiner großen Klappe auch was steckt. Willkommen im Widerstand. Ein Schrottplatz mitten in der Stadt? Das beste Versteck ist immer direkt vor ihren Augen. Ist wirklich nicht schlecht. Wir können Strom abzweigen und... Shindo. Hey, braucht Hilfe. Wo ist der Arzt? Ja. Ja, wir haben keinen Arzt. Nur ein paar Verbandskästen. Ganz toll. Gut, ich kümmere mich drum. Wir brauchen nur ein Zimmer. Klar. Da lang. Danke. Danke. Kein Problem. Ist ja schon gut, Landei. Danken kannst du mir, nachdem ich in deiner Schulter rumgestochert hab. Oh. Ich finde sie auch süß. Du hast Glück, dass es nicht ernst ist. Du hast Glück, dass ich die Kugel für dich abgefangen habe. Hey, jo. Ich habe dich nicht drum gebeten. Bisschen dankbar kannst du aber auch sein, denn du Arsch. Pfoten weg, Sergeant. Oh, Verzeihung. Willst du dich lieber selbst verbinden mit nur einem guten Arm? Du bist immer noch verletzt. Ich habe die Kugel gefangen, weil das mein Job ist. Angeschossen zu werden? Meine Untergebenen zu beschützen. Angeschossen zu werden. Du bist zwar stellvertretender Kommandant, aber ich habe einen höheren Rang. Oh. Aber ich bin größer. Typisch amerikanisch. Ich bin größer. So, was treibt so ein hübsches Mädel wie dich überhaupt zum Militär? Alle Chinesen werden mit 14 eingezogen. Na, aber ich schätze, nicht alle bleiben ihr Leben lang dabei. Mir gefiel es. Du kannst das sicher verstehen. Die Armee gab mir etwas zu tun. Leute zum Herumkommandieren. Scheiße, es tut mir leid. Ich wollte die Erinnerungen nicht wachrufen. Schon okay. Ich meine, das waren Soldaten. Trotzdem. Sie waren noch so jung. Hast du je Kameraden verloren? Oh ja, bestimmt. Ja. Natürlich. Immerhin nennt man dich den Survivor. Das ist nur ein blöder Spitzname vom CEO. Liegt das an deinem Glück oder hast du's drauf? Ich hab's drauf. Sag du's mir, Lieutenant. Du bist nicht übel. Für einen Yankee. Oh. Du aber auch. Für einen Reisbauern. Mehr bin ich nicht für dich. Oh doch, du bist nur viel mehr. Ein einfacher Bauer mit Gewehr. Hier, schon deine Schulter ein wenig. Ich warte noch auf eine Antwort. Ich möchte keinen ranghöheren Offizier beleidigen. Ich könnte dir befehlen zu antworten. Dafür brauche ich keinen Befehl. Kussi, Kussi! Ja, komm. Mann, guck weg! Genau, hau ab, wir wollen Koitus machen. Verzieh dich, Blechdose. Oh, hallo. Ich hab doch gesagt, ich mach's in diesem Let's Play klar. Die geile Fey, ey. Oh. Nicht reingehen, Kollege. Ab. Ja, ab. Nee, weg. Zu geil, ey. Da, wir haben nichts. Ich fühle mich schon viel besser. Bin wieder einsatzbereit. Danke. Ich liebe dich. Ich weiß. Aber erstmal haben wir einen Job zu erledigen. Wir sind hier nicht im Kindergarten. Also gehen wir und suchen Shindo. Wir müssen überlegen, was wir als nächstes tun. Und herausfinden, was mit Charlies Gruppe passiert ist. Wenn's dick kommt, dann aber richtig. Ja, ja. Bei mir kam auch was dick und aber richtig. Danke fürs Zuschauen, YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Dan, ich fühle mich schon viel besser. Bin wieder einsatzbereit. Danke. Kein Problem. Ich liebe dich. Ich weiß.
Aber erstmal haben wir einen Job zu erledigen. Wir sind hier nicht im Kindergarten. Ja. Also gehen wir und suchen Shindo. Lass mich bitte ausreden. Wir müssen überlegen, was wir als nächstes tun. Erstes Geschehen, und YouTube. Und herausfinden, was mit Charlies Gruppe passiert ist. Und herzlich willkommen. Dick kommt dann aber richtig. Zurück bei Binary Domain. Wir hatten Coitus mit dieser wundervollen Faye. Und ich habe ja gesagt, dass wir sie... Danke. War keine schlechte Leistung, was? Dass wir sie klar machen, habe ich ja gesagt, habe ich gesagt. So, und wir sind jetzt wieder voll auf... Haben Sie denn? Face-Behandlung scheint abgeschlossen zu sein. Yep. Yep. Das freut mich. Aus Rücksicht auf Sie beide habe ich mich zurückgehalten. Das macht es wieder gut. Danke. Es war äußerst interessant, zwei Menschen zu sehen, die voneinander angezogen sind. Naja. Ich mag dich. Fühlen Sie sich durch mich bedrängt, Monsieur? Jean oh Gott. Hatte nie eine romantische Beziehung. Bla bla bla. Vielleicht war sein Maß an Schimpftiraden in unseren Gesprächen deshalb so hoch. Er war sehr unterhaltsam für einen Menschen. Ja, ja. Eine lustige Person. Bla 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 bla. Ich verstehe nicht, wovon Sie reden. Bitte sorgen Sie sich nicht. Du bist Dan, richtig? Shindo hat gesagt, du sollst zu ihm kommen, wenn du soweit bist. Also, bist du soweit? Bereit. Bereit. Okay, rein mit dir. Vertrau mir. Er kommt ganz sicher her. Sie sind schon da. Ah, da ist er ja, der Dicke. Dan the Yankee. Haha. Ich wusste, Sie sind clever. Schweinenase Japan.